Liebe Schwestern und Brüder, auf zweifache Weise begleitet uns Wasser durch die heutigen biblischen Texte. Bei Ezechiel strömt es aus dem Tempel hervor. Wohin es auch gelangt, schafft es Leben und lässt alles erblühen. Die Aussage der Erzählung ist eindeutig. Gott hat wieder Wohnung im Tempel genommen. Von ihm geht die Fülle des Lebens aus. Sie kennt keine Grenzen. Auch im Evangelium wird zunächst vom Wasser als Element des Lebens und der Heilung gesprochen. Der uns vorgestellte Mann, lange Zeit bereits krank, erhofft sich vom Wasser Heilung und Leben ohne Krankheit. Die Begegnung mit Jesus zeigt, dass nicht das Wasser an sich heilt und reinigt, sondern Jesu Gegenwart und sein Zuspruch. In der Verbindung mit der Lesung wird deutlich, Jesus Christus ist das lebendige und heilbringende Wasser. Wer mit ihm in Berührung kommt und ihn an sich wirken lässt, der vermag aufzublühen und gesund zu werden. Wo wir anderen Stütze, Halt und Orientierung sind, da werden auch wir zur Quelle des Lebens. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Mit diesem Abschnitt schließt der heutige Teil des Evangeliums. Jesus bringt Kranken und Sündern Heilung und Heil, doch Verfolgung und Kreuz sind die Antwort darauf. Wie stark berührt uns das Schicksal unserer Mitmenschen, derer, die wir kennen, aber auch derer, die auf der Flucht zu uns sind vor dem Krieg in der Ukraine oder in ihren Heimatländern benachteiligt und verfolgt werden. Gestärkt mit dem Leib des Herrn hätten wir die Möglichkeit, etwas an unserer Welt zum Besseren zu verändern, wenn wir nur wollen. Jeder für sich, auch in seiner kleinen Welt. Amen.